Alles gut. Frachter, die moderne Handtasche der Frau von morgen. Ja, genau. Ja, wunderschön. Genau so sieht mein Frachter momentan auch aus. Ha, da habe ich jetzt 1 Million reingepumpt. Muss man auch mal gemacht haben. So, jetzt können wir an sich. Warum bin ich jetzt eigentlich nicht mit dem Teleporter dahin? Egal. Auch wieder schlau. Habe ich mal wieder Startschubdüse verschwendet. Aber mittlerweile spare ich ja eigentlich ein bisschen was davon. Mittlerweile ist es ja gar nicht mehr so viel, was mich das kostet. Wenn die zwei das Squidship oder einen anderen Exoten finden, dann wissen sie, was ein anderes Raumschiff ist. Okay. Squidship. Okay. Mhm. Aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter wegreisen noch, oder? Ich glaube, das gibt es bei uns hier in der Gegend nicht. Also ich habe sowas bisher noch nicht ein einziges Mal gesehen. In meinem System gibt es die, weil ich ein System habe mit sehr hoher Wirtschaft. Oh, okay. Da tauchen häufiger mal Klasse S und Klasse A Raumschiffe auf. Oder Exoten. Ich sehe schon, ich muss umziehen. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, Phasenstrahllaser, Raumfahrer, Strahlenwaffe und Asteroiden, Bergbaugerät. Ich würde ja gerne den Positronenwerfer bauen, aber dafür brauche ich Uran, 200 Einheiten. Den Phasenstrahler, den kann ich mit Tritium bauen. Ach ja, scheiße, jetzt habe ich den Kobaltspiegel vergessen. Und Natriumnitrat muss ich auch noch produzieren. Muss ich nochmal schnell schauen. Wie viel Nitrat, wie viel Natrium habe ich eigentlich noch? Moment. Ich habe 97 Natrium. Im Frachter habe ich doch bestimmt auch noch was. Ah, Uran habe ich 168 im Frachter. Hast du zufällig noch Uran? Leider nicht, nee. Schade. Hab auch schon geguckt. Da brauche ich ja aber nicht so viel. Moment, das könnte ich mir bestimmt irgendwie organisieren. Moment, jetzt muss ich mal nochmal gucken. Irgendwo hatte ich noch hier Nitrat gehabt. Meine ich jetzt. Kupfer habe ich auf jeden Fall noch 1000 Einheiten, aber es bringt mir nichts. Okay, aber Nitrat gibt es ja hier auf dem Planeten theoretisch auch. Warte mal. Müsste es eigentlich geben. Oh, hier ist eine Kiste. Was? Sauerstoffkapsel, ja super. Wie sinnvoll. Magst du vielleicht mal versuchen, noch ein bisschen Uran zu finden? Wir brauchen nicht viel, wir brauchen an sich nur 32 Einheiten. Ja. Das wäre jetzt ganz sinnvoll, weil dann kann ich nämlich in der Zeit nochmal nach anderen Ressourcen gucken. Dann kann ich nämlich mein Schild, mein Raumschiffschild nochmal ein bisschen verbessern. Beziehungsweise diesen fortschrittlicheren Waffenlaser da bauen. Da ist ein Natrium. Da oben links auch. Bärchen, sammeln einfach mal mehr Zeug, denn dann hat Rizari auch Uran etc., wenn sie mal was benötigt. Ja, was heißt sammeln einfach mal mehr Zeug? Ich war jetzt nicht gerade auf einem Planeten, wo es Uran gibt. Insofern wäre das da gewesen. Irgendwo hätte ich das auch mitgenommen. Also wir sind ja jetzt eigentlich immer nur gerade zwischen den Raumstationen hin und her. Und sonst, wenn ich offscreen hier unterwegs bin und farme, dann sammle ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeug ein. Hier ist sogar noch eine Ruine, die wir noch nicht aktiviert haben. Ich habe das Korvax-Wort für Wohlwollen gelernt. Auch gut. Da ist nochmal Natrium. So, dann nehme ich jetzt richtig viel von dem Zeug mit. Und dann wandeln wir das direkt um und dann klappt das hier hoffentlich mit
Hallo? Jetzt. Da drüben ist noch was. Ja, aber Farmen gehört halt bei No Man's Sky natürlich auch mit dazu, ne? Das ist so 50% des Spiels ist halt Sachen einsammeln. Das ist halt so. Auch wenn wir fleißig sind offscreen und selbst wenn uns das Spiel dann nachher auch auf die Sachen zugreifen lässt, die wir gefarmt haben, selbst dann muss man hier halt immer noch Sachen farmen für die Quests und so. Das ist einfach so. Da kann man noch so gut vorbereitet sein, glaube ich. Das wird immer so sein. Aber ich finde, wir haben heute in der Sitzung schon sehr viel geschafft. Wir haben unsere Anzüge ausgebaut. Wir haben Quests erledigt, um in der Basebau-Aufgabe weiterzukommen. Wir haben ein neues Raumschiff bekommen. Ist schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Mhm. Und eigentlich die halbe Stunde mit der Pflanze müsste jetzt eigentlich auch schon um sein wieder. Da kann ich jetzt gleich mal gucken, ob die Pflanze schon gewachsen ist, ob ich die schon ernten kann. Dann können wir nämlich die Quest auch noch abhaken. Stimmt, die Wissenschaftsquest haben wir auch erledigt. Jetzt wandle ich direkt mal das Natrium um. Sag Bescheid, wenn du mit dem Uran dann soweit bist. Wie gesagt, wir brauchen nicht viel, nur 32. Nur 32. So, Natriumnitrat läuft. Genau, jetzt wollte ich nochmal zu den Pilzen gucken, wie es da aussieht. Das ist der nächste Raum. Hier, genau. Hä? Ah, okay. Ist noch nicht gewachsen. Es dauert anscheinend noch ein bisschen. Aber aufgeladen ist es noch. Sicher, dass ich da nur den einen aufladen muss und nicht noch irgendwie die anderen? Nee, okay. Der ist ja noch gar nicht gewachsen. Ist immer noch genauso mickrig wie vorher. Hm, naja. Wird schon gehen. Das wird schon gehen. Ist halt noch klein. Er braucht halt besonders lange. Ist ein Spätzünder. Jetzt müsste das Natrium durch sein. Genau. Ich hoffe, das reicht jetzt. Also Technologiemodule habe ich jetzt definitiv mehr als genug. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Wenn ich jetzt diese Sache mit dem Natrium, die mich da braucht, wenn ich das jetzt bauen will, habe ich jetzt genug Zeug? Natrium, Nitrat und Kobaltspiegel, genau. Ah, für das Ding hier brauche ich Antimaterie. Stimmt, Moment. Die kann ich ganz einfach herstellen. So, huch. Setzen wir das doch mal. Warte mal, das schieben wir mal in den Frachter. Platin habe ich ja bekommen. Krass. Das schieben wir mal auch in den Frachter. Platin ist immer gut. Aber das nochmal so. So, den Teleport-Empfänger habe ich jetzt auch drin. Den habe ich jetzt installiert. Was war da noch? Oh, das ist sehr gut. Den Wirtschaftsscanner, da brauche ich mehr Mikroprozessoren. Was brauchte ich jetzt nochmal, um Mikroprozessoren herzustellen, ist die Frage. Hm. Kohlenstoff-Nanoröhren. Mehr Kohlenstoff. Da muss ich hier mal ein paar Blumen töten, mal wieder. Oder ich töte einfach Bäume. Ah, die Bäume sind so schön, die will ich gar nicht töten. Ja, wir töten hier mal diese Blümchen da. Töten? Ja, naja, danach leben sie nicht mehr, wenn ich damit fertig bin. Komisch, jetzt kann man auch diese langen Blumen abbauen. Das konnte man vorher, glaube ich, tatsächlich nicht. So.
Das reicht, glaube ich, auch schon. Jetzt habe ich wieder Sternknollen bekommen. Knollensterne. Wuhu! So, weg mit den Dingern, die brauchen wir nicht. Also. Kohlenstoff-Nanoröhren. Da machen wir nochmal 4 Stück. Und dann können wir noch bauen, nicht möglich, fehlende Komponenten. Was fehlt da jetzt? Ah, chromatisches Metall. Aber da habe ich, glaube ich, noch. Habe ich da nicht noch? Bitte sag mir, dass ich da noch habe. Ich hatte noch was, ich weiß es genau. Im Frachter vielleicht? Ja! Moment. Ha! Sehr gut! Wunderprächtig. Jetzt kann ich dann nämlich den Wirtschaftsscanner bauen. War hier auch Uran drin? Wenn ich jetzt noch ein Kampfläufergehirn hätte, könnte ich direkt den Konfliktscanner bauen. Aber das geht leider nicht momentan. Wie bist du mit dem Uran? Wie weit? Oh, hopp da. Weil sonst gehe ich nochmal in die Station und hol mir nochmal einen Kobaltspiegel. Wie viel brauchen wir denn nochmal? Nur 32. Dann habe ich genug. 32. Da brauche ich noch ein bisschen für. Aber du hast schon einen Planeten gefunden, wo du das findest, oder? Ja. Sehr gut. Weil sonst gehe ich nämlich auch gleich nochmal gucken. Okay, ich teleportiere mich jetzt nochmal zu einer Station und schau mal, ob ich einen Kobaltspiegel finde. Weil den kann ich irgendwie noch nicht craften. Den hättest du besser im Technologieslot gebaut. Spart Platz. Im Technologieslot habe ich aber auch schon nicht mehr so viel Zeug. Was ist denn jetzt los? Warum hat er denn jetzt da komisch mit der Kamera rumgefuchtelt? Also, die Technologie-Sets habe ich, glaube ich, jetzt nur noch 2 oder 3. Und, ich habe ja noch ein paar Technologie-Sachen, die ich einbauen will. Deswegen habe ich die 2 Sachen da jetzt mal reingebaut. So. Schon. Lass mich drauf zugreifen. Also, kaufen. Ich hoffe, es gibt hier einen Kobaltspiegel. Sonst habe ich ein Problem. Ja. Ganz schön teuer, aber so ist das. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt die Sachen, die ich eingebaut habe, auflöse, kriege ich doch die Ressourcen wieder zurück, oder? Also wenn ich jetzt den Wirtschaftsscanner zerlege, kriege ich doch... Ah ne, da steht 2 Mikroprozessor, 1 Technologie... Okay, ne, ich krieg das nicht 1:1 wieder, das ist ja beschissen. Okay. Nee. Na gut, dann darf ich das nicht machen. Soll ich jetzt den Deflektor oder dieses... Das Ding, soll ich das jetzt... Warte mal, das bauen wir jetzt hier mit ein. Adaptive Panzerung, genau, das baue ich jetzt hier ein. Könnt jetzt noch den Raketenwerfer machen. Verdichteter Kohlenstoff brauche ich dafür. Dann habe ich noch eine Auswahl, also eine Zweitwaffe quasi. Dann machen wir das noch. Da brauche ich noch verdichteten Kohlenstoff. Und dann brauche ich von dir das Uran. Das müsstest du dann bis dahin hoffentlich dann zusammen haben. Und dann sollte das passen. Dann habe ich mein Raumschiff voll ausgebaut. Kann ich dir eigentlich auch noch irgendwie was geben für dein Raumschiff? Brauchst du noch irgendwas? Wieso habe ich jetzt ein Gagwort gelernt, als ich die Station benutzt habe zum Teleportieren?
Ich habe ein Gagwort gelernt, einfach so. Für Zukunft, Gag. Ja, irgendwie ist alles hier ein bisschen seltsam gerade. Das ist gerade ein bisschen komisch, ja. Oder kriege ich ein Wort kostenlos, wenn ich 10-mal den Teleporter benutzt habe? Das wäre natürlich auch geil. So ein Sonderangebot. Wunderschön. So ein Sonderangebot. Ein Wort umsonst. Bei allen 10 Benutzungen des Teleporters gibt es ein Wort umsonst. Da fehlen einem ja echt die Worte. Bei diesen Sonderangeboten. Bei Grabtas Hammer. Was für Sonderangebote, kann ich da noch sagen. Ah, scheiße. Okay, Nicht ganz. Ja. Huch. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Moment, jetzt habe ich es wieder vergessen. Irgendeine Technologie, irgendwas Cooles. Genau, den Raketenwerfer. Kupfer brauche ich. Unverdichteten Kohlenstoff. Genau. Muss Kohlenstoff verdichten. Wäre ich gleich angeknurrt hier. Die Hälfte bekommst du zurück. Moment mal, aber hier habe ich gerade 5 Mikroprozessoren investiert und 2 Mikroprozessoren sind jetzt nicht gerade die Hälfte von 5. Ja, sie können ja auch nicht 2,5 wiedergeben. Das erwarte ich aber, dass die einen dann in der Mitte durchbrechen. Hallo? Das muss doch so sein. Boah, die ganze Zeit höre ich jetzt dieses geringe freien Plättchen Anschub-Inventar. Geringe freien Plättchen im Anschub-Inventar. Mein Gott. Warum eigentlich? Weil mein Inventar voll ist und ich Uran sammle, aber das ist ja nur ein Nebenprodukt. Ich kriege ja eigentlich hauptsächlich Ferritstaub und das ist halt voll. Ach so. Mann. Die Klappe. Ja, schön. Du bist, dein Frachter ist auch komplett voll, ne? Du kannst nichts mehr ablegen. Ja. Ja, das ist natürlich mies. Ja, ja, ja. Ja. Hier ist auch noch Uran. Oh nein, jetzt muss ich mir das noch länger anhören, weil der Stein so groß ist. Also, ich werde jetzt noch ein bisschen Kohlenstoff verdichten. Meine leichteste Übung. Ah! Warum falle ich denn hier immer runter durch dieses blöde Loch? Ich glaube, ich bringe einfach am Rand außen... Ach Gott, diese Leiter macht mich einfach nur fertig. Ich bringe am Rand außen einfach nochmal eine zweite Treppe an hier. Ich komme mit dieser Leiter einfach nicht mehr klar. Das macht mich so fertig. Diese scheiß Leiter, ey. Immer bleibe ich da dran hängen oder falle in deinem Loch runter da. Und das ist echt nervig. Es macht einen schon... So leicht aggressiv, wenn man wirklich die ganze Zeit dieses geringe freien Plättchen im Anschub-Inventar hört. Und weiß, dass es nicht aufhören wird, weil man immer noch Steinchen abbaut. Ich glaube, ich habe... Ja, ich hab's. Oh Gott, wer ist weg hier? Ne, also wir brauchen 200 Einheiten Uran. Du hast jetzt 32 gesammelt, ne? Ja. Genau. Also ich habe gerade gedacht, ja, wir brauchen 200 Einheiten Uran. Ich gucke jetzt Moment, warte. Nein, nein, alles ist gut, alles ist gut. Kein Missverständnis jetzt. Keine freien Plätze im Anzug im Winter. So, genau. Alles gut. Frachter, die moderne Handtasche der Frau von morgen. Ja, genau. Ja, wunderschön. Genau so sieht mein Frachter momentan auch aus. Da ist einfach alles drin. Ja, und den hat man immer dabei, ne? Das ist auch schön. Mhm. Man kann nur schlecht was rausholen. Das Ding ist, da ist halt wirklich Zeug drin, was ich später noch brauche hier. Platin, Gold, Silber und den ganzen Scheiß. Mordit und Pugnium und alles. Technologiemodule. Das Heavy Metal hier, das packe ich jetzt hier direkt auch mal rein. So, das wird gleich umgewandelt hier. Dann stört mich das nicht so. Und dann habe ich genug verdichteten Kohlenstoff jetzt eigentlich? Oder brauche ich 200 Einheiten? Wie waren das jetzt nochmal? Ne, 100, genau. Und jetzt noch Kupfer. Kupfer hatte ich irgendwo noch. Ansonsten muss ich mal kurz zu dem Abbaugebiet hinten fahren und gucken, ob da in den Maschinen noch was drin ist. Dann kann ich die auch gleich mal aufladen.
Hier war nichts mehr. Auch nichts mehr. Hier haben wir noch Kupfer. Boah, so viel brauche ich gar nicht. Wäsch mit dem Zeug. So, jetzt kann ich den Raketenwerfer noch bauen. So. So, Raketenwerfer am Start. Und jetzt fehlt, wie gesagt, nur noch dieses eine. Ob der Phasenstrahler sich lohnt, weiß ich halt nicht so. Das steht halt, wird mit organischen Elementen aufgeladen, aber... Ach, ich baue es einfach mal. Das baue ich aber auch zu den Technologieslots einfach. So, Raketenwerfer und Phasenstrahler sind jetzt beide nebeneinander. Und hier unten kommt dann einfach der Positronenwerfer rein, wenn ich dann von dir die Uraneinheiten kriege. Und du müsstest ja an sich gleich ankommen, oder? Du bist schon an der Base, ne? Ich bin schon da, ja. Ich warte jetzt nur drauf, dass du ankommst. Ich gucke jetzt nochmal zu unserem Pilzgeflecht. Vielleicht klappt das ja jetzt. Vielleicht ist es ja gewachsen. Mhm. Haben wir jetzt genug Zeit hier verbraucht. Verbraten. Das wächst irgendwie nicht. Ist der Pilz kaputt? Komisch. Verstehe ich nicht. Verstehe das nicht. Der Raumpilz. Oh oh. Was denn? Ja, es ist schon wieder passiert. Was ist passiert? Du bist so zur Seite geslidet plötzlich. Ja, ganz genau. Fängt dann immer an zu wackeln. Ja, das habe ich auch, wenn ich... Und dann schiebt er einen darüber. Ja, genau. Wenn ich mich zur Base porte, habe ich das auch. Oh. Ich glaube, unsere Raumschiffe machen wieder Liebe. Können wir das nicht zusammenschweißen und dann so ein Raumschiff für zwei Personen ausmachen? Sieht aber so irgendwie cool aus, ne? So. Ja, eben. Irgendwie sieht das genial aus. Ich meine, was ist so schwierig daran, ein Raumschiff für zwei Personen zu machen? Ja, wahrscheinlich genau die Synchronität dieses Spiels. Weil wenn ich mir vorstelle, wie das dann aussieht, okay, wenn wir beide gemeinsam in einem Raumschiff fliegen. Es klappt fällt einen einfach raus. Ja, es klappt ja nicht mal, dass wir beide gleichzeitig dieselbe Base nutzen und dann dieselben Türen benutzen können. Das klappt ja auch nicht. Mhm. So, okay, Uran. Wie brauchtest du? Alles, was du hast. Alles, was ich habe? Naja, 32 Einheiten. Ich kann mir den Rest aus meinem Frachter holen. Warum? Jetzt